Nicht nur die Lehrer sind Sorgenkinder, auch unsere Fußballnationalmannschaft. Nächste Woche ein Match gegen Rumänien, das Keller-Derby in dieser Gruppe. Das wird auch Josef Fritzl interessieren. Und wir haben eine neue Situation. Neuer Teamchef, Didi Constantini. Und wer wäre berufener, die neue Situation zu beurteilen, als Herbert Prohaska? Bitte. Herbert Prohaska, du bist ein bisschen verkühlt, zu laut geschrien aus Freude über den neuen Teamchef. Ja. Genau. Wir haben eine neue Situation. Ich glaube, Didi Constantini ist ja nicht nur ein hervorragender Tänzer, wir wissen das, sondern auch ein großer Sänger. Schauen wir mal dieses Quintett an, wo er mit einigen... George Clooney singt der Bit. Wer ist das denn? Peter Maffay. Ja, schaut mal wieder im Hass langsam. Ja, genau, jetzt kommt das. Ja? So, ich freue mich jetzt schon auf die Bundesliga. Okay, er ist nicht nur ein großer Sänger, er ist auch ein großer Philosoph. Hören wir mal. Vorspiel ist genauso wichtig wie das Nachspiel. Das Problem ist, dass viele Männer den Fehler machen, wenn sie genau mit einer Frau benannt sind, dass sie das Nachspiel vergessen. Ich glaube, das sind... Das sind einerseits wahre, aber auch richtige Worte. Das wollen wir nicht ins Lächerliche ziehen, oder? Nein. Der Didi war sogar auf dem Elfmeterschießen. Hm? Ja. Früher. Ich kenne mich bei dem Alten nicht wirklich aus. Was ist genau das Vorspiel? Aufwärmen. Wettkampf. Hm? Bei Unentschieden Nachspiel. Und wenn man konditionell gut ist, Elfmeterschießen. So einfach. unser Hey, unser neuer U21-Teamchef heißt Herzog, der letztes Mal hier in der Sendung die FUEFA erklärt hat in Worten. Und er hat auch ein paar Lebensweisheiten, die wollen wir uns auch hören. Ich habe mir ein Ergebnis erzählt, was nicht einmal mehr Lichtenstein, weil die kriegen nicht mehr so viele Tore. Und das ist eine Katastrophe, aber trotzdem nutzt nichts, wenn wir uns jetzt hängen lassen und den Sand in den Kopf stecken. Den Sand in den Kopf zu stecken, ist das... Oft probiert. Selten gelungen. Ist das was, was wirklich was bringen kann? Auf die Dauer jetzt gesehen. Ja, da steigst du ab. Morgen jährt sich zum 10. Mal ein großer Moment des österreichischen Fußballs. Es gab eine ganz knappe Niederlage in Spanien. In Valencia. Keine Ahnung. Teamchef war damals... Happel. Genau. Und zwar Ernst Happel, um ganz genau zu sein. Und da stand es, glaube ich, ja, das war relativ knapp. 4-0. In der Pause stand es 5-0 und das wurde dann zurückgerechnet auf eine gerade Zahl. Und das ist eine UEFA-Regel. Und in der Pause hat man Toni Pfeffer gefragt, wie er die Chancen einschätzt. 0-5, Sie sind ein routinierter Spieler, Sie haben schon viele internationale Spiele gehabt. Was ist da noch drinnen? Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und Und echt oder Gott? Okay, danke Herbert fürs Kommen, baldige Besserung. Ciao, Herbert Prohaska.